So, einen wunderschönen, liebe Zockermannschaft. Wir sind wieder zurück in. Ich wollte gerade sagen, RimWorld. Fuck. In. RimWorld, Fallout, Far Cry, ja, in, alle Spiele, die es gibt. Genau. Wir sind in. Mann, wie heißt das? Spellforce 3, danke. Mit dabei, Shin. Hallo, ich bin die hilfreiche Shin. Und wir haben gerade ein Manuskript gefunden über die eiserne Maske. Der Mann mit der eisernen Maske. Wie funktioniert sie? kann man sie sogar durchlesen. Siehst du das gerade? Nee, ne? Das musst du selber anklicken. Ja, ich mache gerade rechte Maustaste drauf. So, Also wenn ihr wollt, könnt ihr hier Stop drücken und euch das durchlesen. Ich werde es bestimmt nicht vorlesen. Ich werde mich da dann bloß nur blamieren. Ach, es geht um diese nette Maske, die sie den Leuten ins Gesicht drücken, die dann verbrennen. Genau. Oh, schön. Das, ich lese das nicht. Das nee, ist mir zu, das ist Wall of Text. Außerdem ist es sehr sadistisch. Aber es gibt 13 Taler. Cool. Und es gibt eine grüne Robe. Nee, das ist doch, nee. Aber der kann einen Helm gekriegen, der Typ. Oder willst du die haben? Nee, warte, was ist das für ein Helm? Legionärshelm. Was ist LP? Lebenspunkte oder was? Ja. Okay, nö, nee, behalt mal. Und Sichtverminderung. Ja, ein Bogenschütze mit Sichtverminderung. Das. Nicer Scheiß. Ich meine ja nur. Egal. Dann wollen wir mal nach oben. Warum ist mein Stab jetzt plötzlich nicht mehr so? Ne? Der war eben lila. Weil du einen anderen hast. Komisch. So. Ach, jetzt muss ich mich ja an die Tastatur-Dings gewöhnen. Ich habe ja die Tastatur umgestellt. Und hier das Buch klauen? Nee. Wie er gleich alles klauen will. Ja. Auf jeden Fall wichtig ist, wir müssen rechts in das Haus rein für das Gericht. Oh, guck Schnitzel? Mal da. Ja, für das Schnitzelgericht. Da ist was zum Anklicken. Aha, Wächter Götterstatue, okay. Bis gleich. Da hinten ist Loot. Warum komme ich da nicht hin? Ich will da hin. Interessant. Lasst mich. Ich muss drehen. Nein, jetzt geht sie. Nein, sie hat es geschafft. Verkackte große Statue, ey. Ja, steht da total ungünstig. Wow, eine rote Kapuze. Okay, mit der neuen Steuerung, also mit der umgestellten Steuerung ist es sehr viel einfacher, das Spiel zu steuern. Das ist sehr viel angenehmer. Ja, jetzt weißt du, wie ich mich fühle. Natürlich. Also, falls ihr Probleme habt, ne, stellt echt die Steuerung um. Es ist so viel angenehmer. Ich hab die Steuerung. Was? Ja, wenn ich Steuerung zum Reden drücke und sie dann zum Laufen schicke, dann sagt sie Angriff! Wo ist Esme? Hier ist irgendeine Esme. Die sah interessant aus. Wo ist sie? Da ist irgendwo ein Drill. Kann ich jetzt mal bitte meinen Charakter sehen? Naja, der. Wir sind jetzt im. Geht oben lang. An hier im Gebiet. Ja, das ist Kampfclub. Nicht vergessen, lasst euren Gegner nicht aus den Augen. Verstanden. Ich red mal mit ihr. Geht nicht. Stopp. Oh, da ist Loot. Interessant. Stopp, wo gehst du hin? Loot? Ja, ich hab auch Loot gerade entdeckt. Nein! Das sind Feuerbälle, denen ihr ausweicht, keine Wattebäusche! Nochmal! Was? Okay. Ist hier noch irgendwo Loot? Wenn man schon mal hier ist? Nee. Die sind wie Geier, ey. Ich geh da oben trotzdem lang und guck, ob es hier Loot gibt. Sehr wohl. Vielleicht sehe ich ja was. Aber wir müssen mit der Esmir da unten reden. Ja, ich glaub aber. Also du kannst doch gucken, aber ich glaube, hier ist kein Loot. Nee. Ja. Hab grad geguckt. Eine Frau, die Männer trainiert. Nice. Die zeigt den Männern mal, wo der Hammer hängt. Ich gehe dann mal zu ihr hin. Vielleicht kann man auch da kämpfen oder so. Ja, ich will sie alle wegbrutzeln. Hä? Die Kamera ist ganz... Das verwirrt mich. Ja,
Ja, ich sag ja, das ist ganz komisch. Ja, das ist es. Nochmal. Nicht vergessen, lasst euren Gegner nicht aus den Augen. So, bist du bereit? Was macht mein Charakter? Ja, red mal mit ihr. Ihr müsst eure Heldengruppe versammeln, um fortzufahren. Ich bin ja gleich da. Mann, da kommt da wieder der langsame alte Mann. Ich bin da, ich bin alt. Na, sieh mal einer an. Die sagenumwobene Wolfsgarde ist eingetroffen. Feldwebel Esme? Immer so förmlich, Bertrand. Wie kann ich helfen? Ein bisschen Training vielleicht? Ihr seht beide etwas eingerostet aus. Was? Warum eigentlich nicht? Was denkst du, Tahar? Also ich habe... Aufs Maul! ...gerade geruht, ja, und er hat mich gerade halb nackt gesehen. Also eigentlich müssten wir beide sehr wach sein. Klar, ein bisschen Übung kann nie schaden. Gut, dann mal ab in den Ring. LOL. Ich bin ein Trainingspartner. Da stand was, erste ja, Regel, nicht über den Kampfclub. Wir Feldwebel? Nein, die Titten der Goldenen Königin. Ja, geil. Ihr werdet gegen Korporal Tahar und Korporal Kapell antreten. Aber wir sind doch nur Rekruten. Na und? Meint ihr, für eure Feinde auf dem Schlachtfeld spielt das irgendeine Rolle? Es ist lange überfällig, dass ihr mal gegen jemand anderes als eure Holzpuppen kämpft. Aber... In den Ring, sofort. Mach mir platt. Esme, wie sie leibt und lebt. Versuche ihnen nicht weh zu tun, Tahar. Alles klar, Jungs, auf ein neues. Zeigt dem Korporal, was ihr auf dem Kasten habt. Oh. Ist der tot? Ich hab verkackt. Wartet! Ihr habt gewonnen! Ich gebe auf, habt ihr gehört? Ich gebe auf, verdammte Scheiße! Alles klar, Korporal. Ich denke, die Jungs haben genug. Gute Arbeit. Jetzt geht zurück in die Kaserne und sucht euch jemanden, der eure Wunden versorgt. Arme Schweine. So arm sind sie gar nicht mal. Wie Esme schon sagte, es hilft ihnen nichts, wenn sie immer nur an Holzpuppen üben. Nichts geht über einen echten Kampf. Und den haben wir ihnen gegeben. So kann man es sehen. Aha. Kann man noch mal reden? Da, hier mit Drillmeister. Ja, das ist es. Nochmal. Gute Arbeit. Diese Typen sind nicht talentfrei, aber viel zu verwöhnt von der Sicherheit der Festungsmauern. Warte kurz. Hier. Ich habe von Gesprächen über eine neue Mission, die der Lord Marshall plant, gehört. Und irgendetwas sagt mir, dass die der Grund ist, dass er euch sehen will. Wer weiß, vielleicht kommt euch das ja gelegen. Eine freundliche Geste. Hab fast vergessen, wie sich das anfühlt. Sei nicht so pathetisch. Ja, geil! So, wie sieht's aus? Seid ihr schon müde? Oder noch ein Kampf? Ja! Was denkst du, Tahar? Aufs Maul! Ja, warum nicht? Ein bisschen Training kann nie schaden. Großartig! Dann machen wir es diesmal ein bisschen schwieriger. Geht in den Ring, sobald ihr bereit seid. Klar. Ich bin bereit! Ihr Gardisten, schwingt eure Ärsche rüber! Oh, diesmal sind es drei. Ich will, dass ihr gegen Korporal Tahar und Korporal Kapell kämpft. Jetzt. Wir sind nicht eure Rekruten. Korrekt, das seid ihr nicht. Aber ich will, dass meine Rekruten mal einen richtigen Kampf sehen. Beispielsweise einen zwischen 5 Mitgliedern der Wolfsgarde. Oh Gott. Ihr macht wohl Witze. Wir kämpfen. Aber... In den Ring. Atem! Ja. Auf eure Position. Den mache ich gleich mal platt. Kämpft! Obwohl, das ist der Endboss. Oh, du kriegst ganz schön aufs Maul. Heiltrank. Hab doch gesagt. Nimm Heiltrank. Es muss der andere da hinten weg. Ich hab keine Mana. Aber ich halte ganz schön was aus. Keine Sorge, ich heile. So, Typ. Jetzt bist du dran. Na, mir ist hier der Tank. Für die Königin. Man muss sagen, du hast ganz schön was abgekriegt. Ich bin ja noch heiler. Wollt ihr euch gegenseitig umbringen oder was?
Das ist ein Übungskampf und Taha hat euch geschlagen. Punkt, aus, fertig. Ja, genau. Jetzt haut ab. Ihr mögt zur Wolfsgarde gehören, aber das ist mein Ring. Wir sind noch nicht fertig, Taha. Noch lange nicht. Der mag uns nicht. 1, 2, 1, 2. Das ist es, Jungs. Weiter so. Aber wir haben Level up. Ich level mich. Oh Mann. Ach so, ja. Dieser Kerl hat gekämpft, als wollte er euch töten. Und ich dachte immer, ihr Kerle von der Wolfsgarde wärt Freunde. Sind wir eigentlich auch. Keine Ahnung, was in ihm gefahren ist. Der hat deinen Vater vielleicht gestellt. Nein, Quatsch. Was ist? Wie gesagt, vergiss es. Ist nicht weiter wichtig. Oh, Bertrand, was ist denn das mit dir? Menschen, die so reden. Geil. Erzähl mir, komm. Da. Bertrand, sag's mir. Na schön. Keine Ahnung, an wie viel du dich noch von der Nacht erinnerst, in der wir dich aus der Festung deines Vaters gebracht haben. Ach ja, der Vater hat die Schwester gekillt. Aber Anselm war da, zusammen okay, mit seiner Schwester. Ich, ja. Dein Vater hat sie getötet. Und seinem Gesichtsausdruck nach zu urteilen, hasst er dich wie die Pest. Wer weiß, vielleicht... Du denkst, er gibt mir die Schuld an ihrem Tod? Natürlich. Vielleicht. Das ist doch dämlich. Du hattest nichts damit zu tun. Nicht direkt ihr, aber ihren Namen. Das? Aber Rachegelüste sind selten vernünftig. Ja, das stimmt. Wie auch immer, es ist nur eine Vermutung. Vielleicht liege ich auch falsch. Da, betrachte das als Entschuldigung. Es war idiotisch, euch gegeneinander kämpfen zu lassen. Ich würde noch eine letzte Runde vorschlagen. Was gibt's? Ich schätze, ihr hattet nice. Mal genug, oder? Drei Orbs. Außerdem wartet der Lautmarschall auf euch. Okay, aber ich muss erstmal aufleveln. Die letzte Herausforderung. 2 Fertigkeitenpunkte. Was nehme ich denn da? Also ich glaube, das mit dem Schild werde ich jetzt mal machen. Wegen mehr Leben? Naja, weil man dann weniger Schaden bekommt. Achso, das Schild. Ja, genau. Das Schutzschild. Das Priesterschild von WoW. Genau. Und das kostet weniger Fokus. Ist vielleicht ganz gut. So gesagt, dass du das denn auf mich machst und ich tank dann ein bisschen. Zum Beispiel. Und wieder regenerieren. Okay. Ich mache jetzt erstmal das Schild. Und dann weniger Fokus. Das ist, denke ich, mal okay. So. Los. Letzte Herausforderung. Oh. Ja, Sekunde. Hier, Inventar aufbauen. Das ist ganz wichtig. So. Wer wäre denn diesmal unser Gegner? Naja, um ehrlich zu sein, glaube ich, dass es schwachsinnig wäre, euch ich beide glaub, wir noch kämpfen mehr jetzt gegeneinander. Zu lassen. Ja, gegen sie. Aber euch beim Kämpfen zuzusehen, so. Hat mich daran erinnert, dass ich mein eigenes ja, Training in sie, letzter okay. Zeit vernachlässigt ja, habe. Du sehr willst gut. Gegen uns antreten? Ja. 2 gegen 1? Du zählst nicht, Bertrand. Spaß beiseite, kommt schon. Weniger denken, mehr handeln. Gehen wir in den Ring. Ja. Also ganz ehrlich, die gefällt mir so gut, die hätte ich echt gerne in unserem Team. Bekommen wir bestimmt. Die ist so klasse. Und sie hat ist sogar 2 Hände, die ist mega DD. Na dann, Taha. Keine Angst, tanzen cool. Wir. Tanzen! Hurra! Ich versuch mal was. Ich geb dir mal ein Schild. Ja! Hat geklappt. Ja, du hast ja angezündet. Zieh mal dein Schild, wie geil. Das hat aber 20 Sekunden Abklingzeit. Das passt schon. Vor allen Dingen, ich habe gerade die Zwergenmine gelegt. Geil. Die hat richtig böse Schaden gemacht. Ja, aber dafür habe ich auch keinen Fokus mehr. Bogenschütze und Dings ist cool, also mit der Mine. Ist wie so ein Jäger, Ingenieursjäger. Ja, Ingi. Ja. Oh, ein Schild. Schon gut. Es reicht. Verdammt noch eins. Die Jahre haben wirklich ihren Tribut gefordert. Vor ein paar Jahren wäre das anders gelaufen. Das sagen sie. Ja, ja. Mund halten, Kapell. Spaß beiseite. Danke für die Möglichkeit. Das war ein verdammt guter Kampf. Hoffen wir nur, dass der Anblick ihres Feldwebels im Staub die Rekruten nicht übermütig werden lässt. Falls das der Fall ist, bist du ja da, um sie wieder in die Schranken zu weisen. Stimmt auch wieder. Wie auch immer, am besten ihr begebt euch jetzt langsam mal zum Lord Marschall. Passt auf euch auf.
Nice. Was gibt's? Belohnung ansehen. Nein. Das sind Feuerbälle, denen ihr ausweicht. Keine Wattebäusche. Was nehmen wir? Ich würde fast sagen Heil- und Fokustrank, oder? Ach, zwei kann man wählen, ne? Ja. Was ist das denn hier? Das andere sind nur irgendwelche Orbs. Ich weiß nicht. Ach, guck mal hier, wenn wir umlernen wollen. Trank der Neubeginnung? Also ich würde auf jeden Fall 1, 2, 1, 2, das ist und Heiltrank. Weiter so. Also den Neutrank und dann den Heiltrank, denke ich mal, oder? Ja, wie viele haben wir denn? Wir haben 7, ne? Ja, 7 haben wir. Heiltrank ist immer gut. Falls es Probleme ja, gibt. Ja, das ist es. Nochmal. Ja, dann nehmen wir nicht die und vergessen. Den, lasst euren Gegner nicht aus den Augen. Ach nee, das ist blöd. Ja, das sind irgendwelche Dinger, die man schmeißen blöd. Kann. Verbrauchsgut. Einmal schmeißen und dann ist weg. Ja, so machen wir das. Nice. Das. Ja, ha. Ja, war schon beim Lord Marshall? War also gut, dass wir da vorbeigeschaut haben. Jetzt haben wir wieder richtig geilen Stuff gekriegt. Nein. Das sind Feuerbälle, denen ihr ausweicht. Blaue Nebendinger gemacht haben. Doch boah, mal. Schnauze nicht so laut. Ich bin hier gerade am Reden. Boah. Nur am Meckern. Verstanden. Ja. So, da gehen wir noch nicht rein. Wir gehen noch eins weiter. Ja, irgendwie Gerichtshandlung, ne? Ja, das ist auch nochmal eine blaue Quest. Also, wenn du nichts dagegen hast, dass wir halt immer erst blau machen, bevor wir erst Hauptquest machen. Erst Nebenquest alle. Yep. Wir wollen ja alles miterleben. Die Frage ist, wo bin ich und wo bist du? Da. Ach, du bist auch hier, okay. Bestätigen. Wow, ich konnte nicht mehr bestätigen. Wenige nur wissen um die Hintergründe dieser beeindruckenden Halle mit ihrem Kuppeldach und den es tragenden vergoldeten Säulen. Sie wurde im Jahr 6542 auf Geheiß des Königs Aerith Ayelet erbaut. Ein Monument, welches von der Größe dieses Herrschers künden sollte. Aerith war weithin für seine Grausamkeit und Dekadenz bekannt. Als sein ähnlich unbeliebter Bruder Voixin Ayelet nach einem Kampf den Versuch unternahm, ihn zu töten. Das steht aber gar nicht. Der ließ bis das hoch gar nicht zur vor. Spitze des Turms und suchte Zuflucht bei seinem Schrein. Aber sein Bruder folgte ihm, mit dem Schwert in der Hand. Ein Kampf entbrannte, in dem beide tödlich verwundet wurden. Seitdem ist die Halle ein Symbol für Gerechtigkeit. Er hat improvisiert, passt. Verstehe. Das habe ich total vergessen. Aber die Verhandlung dürfte gerade stattfinden. Ich würde sie mir gerne ansehen. Ach, nun, die hat wahrscheinlich schon begonnen. Sehen wir mal nach. Befehl? Alter, was ist das für ein Riesen? Blut! Was? Ich hoffe, ihr begreift das. Oh. Das Schweigen einer Schänderin. Ich verstehe nicht, warum man sie nicht einfach schon maskiert hat. Weil es Aonirs Wille ist. Eure Hingabe war immer schon bemerkenswert, Lady Leonida. Doch das Licht ist gerade dabei, diese Frau... Was wollt ihr von mir hören? Dass ich meine Magie verwendet habe, um diese Soldaten zu töten? Ja, ich habe es getan. Und ich will die haben. Ich würde es jederzeit wieder tun. Hört auf, sie zu töten, ich will sie haben. Wollten. Das ist eine verdammte Lüge. Die retten wir, egal was ist. Ja. Die hatten coolen Zeichen auf der Stirn. Ich habe diese Männer getötet, weil mir danach war. Und danach habe ich mir aus ihren Gedärmen einen hübschen Zaubertrank zubereitet und mir im Anschluss einen netten kleinen Besen besorgt. Die gefällt um mir, die ist sarkastisch. Ich mag sie. durch die Nacht. Wirklich für angebracht. Nein, aber nachdem ich in der letzten Stunde nichts anderes getan habe, als dieselbe Geschichte immer und immer wieder zu erzählen, bin ich zum Schluss gekommen, dass es eigentlich keinen Unterschied macht. Ihr habt keinerlei Beweise. Ebenso wenig wie ihr. Bis auf die Aussage dieses Stalljungen, der ohne Frage gekauft ist. Aber das ist ja das Tolle an religiösen Spinnern wie euch. Ihr sucht euch einfach immer die Version der Wahrheit heraus, die euch am besten gefällt. Also los, tut es einfach. Setzt mir diese hübsche kleine Maske aufs Gesicht. Ich bin mir sicher, das gefällt Aonir genauso gut, wie wenn er mit seinen allsehenden Augen dabei zusieht, wie drei Soldaten Leonidas eine Elfin vergewaltigen. Heresie, das ist Heresie. Yria aus Finanmir. Ihr seid hiermit für schuldig befunden, die neuen Gesetze gebrochen zu haben.
Ihr habt euch der Verwendung von Magie schuldig gemacht, um 3 Soldaten der königlichen Armee zu ermorden. Daher lautet eure Strafe Pfählung bis zum Tode durch den Spieß. Die Strafe soll noch morgen vollstreckt werden. Der Prozess ist vorüber. Was? Hä? Die befreien wir. Irgendwie. Ja, die kriegen wir. Diese komischen Lackaffen da, die hinterher herhoppeln, die schmeißen halt den Brunnen zu dem Priester. Ja. Aber du hast gesagt, Loot. Das ist hart. Ja, ich will mein Loot. Aber dann kam dieser komische Typ mit seiner Gerichtsverhandlung dazwischen. Wo rennt sie? Ach, da, wow. Da unten. Sofort dahin. Wow. Oh, nochmal, die eiserne Maske, wie funktioniert sie? Und Gold. Nice, Gold. Kann man mit dem reden? Ja. Oh. Ja. Kann man mit dem reden? Ihr seid Korporal Tahar, oder? Das Kind des Verräters. Ich habe auch einen Namen. Davon bin ich ausgegangen. Kann ich euch mit irgendwas behilflich sein? Ich bin beschäftigt. Ja, lass sie frei. Was hat diese Frau verbrochen? Sie hat 3 Soldaten der Armee Nortandas ermordet. Wenngleich ich mir nicht darüber im Klaren bin, was euch das angeht. Alles geht mich etwas an. Ja. Wer seid ihr denn? Ich habe Dingens euch in der Hut gesehen. Gut möglich, da ich vor kurzem erst angekommen bin. Ich bin Caspar Tarnas, Caspar. Diener des Lichts und der von Lord Marschall Arandir ernannte Richter, der Schänder ihrer gerechten Strafe zuführt. Also macht die Reinheit jetzt schon die Gesetze? Nur in Schänderprozessen. Ich gehe jetzt. Gut. Wow. Aber die kriegen wir noch irgendwie. Ja, klar. Irgendwo am Straßenrand. Pass auf. Dann bist du der einzige Kerl und dann haben wir noch so 12 knallharte Weiber da hinten. Ja, geil, Harem. Ah, oh Gott, ja. Was ist das hier eigentlich für ein Ich hab Zeug? Hier schon überall geguckt, hier gibt's keinen anderen Loot mehr. Ich will die Tante haben. Achso. Gehen wir bestimmt noch. Ich frage mal vorsichtig, wie lange geht die Folge schon? Ja, genau das. Das sehen wir dann, wenn wir draußen sind. Wo ist denn? Ach so, da. Nee, hier irgendwo ist draußen. Da. Und raus. Die Halle der... Was? Keine Stadt in Iskander erweckt derart viel Ehrfurcht wie es Graufurt und ihre Schanze. Der Wohnsitz der Krone tun. Sie wurde auf hibernischen Ruinen errichtet, welche einst den Königsberg krönten. Ihre Mauern und Bergfriede sind dazu geschaffen, jeder Armee, ja, jedem Feind zu widerstehen. Sei es eine riesige Orkhorde oder gar ein ganzer Schwarm Drachen. An jenem Ort fand der Magierkrieg ein Ende. Moment, das kennen wir doch schon. Unbekannter Rebell ja, aber ich muss Krone ja warten, bis du so, ich sehe es gerade. Ich würde ja weiterdrücken, aber es geht nicht. Da, neue Quest. Oh, Esmi, ich höre schon wieder Esmi schreien. Ja, egal, aus der Ferne, man hört sie bis hier vorne. Meldet euch bei Lord Schieß mich tot, Marshal Anga Arandir. Aha. Ja, Hauptsache 80.000 Titel. Moment, Quest. Nebenquest haben wir keine mehr. Da kam doch gerade eben neue Quest oder so. Nee, müssen wir wohl. Aber das machen wir denn in der. Ey, ich will auch hinterher. Ich glaube, ich will die doch nicht. Die ist etwas laut. Mal schauen. Auf jeden Fall, dann würde ich mal sagen... Verstanden. Ja, ich bin noch nicht da. Sehen wir uns in der nächsten Folge, wenn wir zum Lord Marschall gehen. Dann sage ich mal, danke fürs Zuschauen. Ey, ich bin am Abmoderieren. Dann würde ich mal sagen, danke fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal. Bye, bye. Und denkt dran, immer schön den Lachs am Tisch knallen, ne?